Ja, willkommen zurück, Murdered Soul Suspect. Boah, keine Ahnung, Folge 14? Ich glaube, Folge 14 ist mittlerweile schon Wahnsinn. Und ja, wir sind oder wir müssen zum Ashland Hills Friedhof. Also gehen beziehungsweise in Richtung Ashland Hills Friedhof. Und es gibt ja immer noch zwei Boiler, die wir hier auch noch aufdecken müssen, um eine tolle Geschichte wieder zu erfahren, eine tolle Geistergeschichte. Ich frage mich gerade, wie wir. Ich glaube. Nee, da müssen wir auch noch hin. Das scheint auch noch ein Ort zu sein, wo wir noch hinkommen können. Ich frage mich nur, wie wir diese zwei verdammten Boiler aufdecken können. Naja. Vielleicht werden wir irgendwann in die komplette Geisterwelt eintauchen. Weil wir müssen ja auch noch unsere ungeklärte Sache auflösen. Wie uns ja das Mädchen am Anfang des Spiels erklärt hat. Wir haben ja auch noch eine ungeklärte Sache mit in unserem Leben. Und ja, wie kommen wir da drüben? Ich schau noch mal eben. Wie kommen wir da drüben rüber? Ich lese ja auch Kommentare, aber bisher sind noch keine da. Springen können wir ja nicht. Tja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es gibt zwei, wo wir nicht drankommen. Vielleicht gucke ich in der Pause mal heimlich bei einem anderen Let's Player oder so. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück hier nach Salem. Was? Bist du jetzt glücklich, du Arsch? Ist das Warten das, wir. was du wolltest? Du hast Okay. gesagt, ich wäre die eine. Eher eine von vielen. Ich verstehe nicht, was er an dir findet. Hatten wir schon geholfen, deswegen mache ich das jetzt nicht. Also, ich weiß nicht, warum er das nicht gespeichert hat. Also, teilweise ist mir sehr, sehr merkwürdig, dass er das nicht mitspeichert. So, Ashland Hills Friedhof, gehen wir mal hin. Juhu. Auf geht's. Hab das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Wir werden beobachtet. Wer könnte das sein? Ist es Joy? Sind es Dämonen? Ich weiß es nicht. Huch. Wer war. Hallo? Wer bist denn du? Hauptsache, er raucht immer noch seine Zigarette. Seine E-Zigarette. Das sah aus wie so ein anderes Mädchen irgendwie. Oder eine Frau. Ich bin sehr gespannt. Es wird immer gruseliger. Boo. Klasse. War eine gute Idee, Noch ein Ronan. gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Ja, aber wer weiß, was sie vorhat. Vielleicht müssen wir sie auch befreien. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Ja, Julia. Ashland Hills Friedhof. Ziel erfüllt. Und. Da hinten leuchten wieder Köpfe. Da läuft einer mit einer Taschenlampe sogar. Das ist wahrscheinlich der Friedhofswärter. So. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück. Können wir denn zurückgehen? Verlassen. Okay. Wir können auch wieder zurück. Das ist schon mal super. So, ich werde mich natürlich jetzt erstmal hier groß umschauen. Hallo? So, Julias Gedanken. Ich muss nach dem Tattoo des Sensenmannes fragen. Ich weiß. Es sagt den Tod. Was? Es sagt den Tod betrogen. Aber ich wusste nicht, wie er es getan hat oder warum. Dann zeigte er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen den Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist. Und es heilt ihn nicht. Es hielt ihn nicht davon ab, wieder zu sterben. Zu stehlen. Zu sterben natürlich. Zum zweiten Mal. Er lehnt es. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das so? Weil du ihn geliebt hast, Julia, meine Güte. So, da hinten liegt auch was.
Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Bloodborne hier mit der Brücke. Da gab es nämlich auch so eine tolle Brücke, wo Gegner drüber gelaufen sind. Bist du in Ordnung? Bist du etwas schreckhaft? Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Vielleicht. Wen haben wir denn da? Ach, das ist sie. Ach, das ist Joe. Joe. Lässt ein Gewärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Vielleicht hat sie was damit zu tun, die da hinten war. Überlass das mir. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmörder hier gibt. Zu den Glockenmorden hier gibt. Glockenmorden. Dung, dung. Joy. Wir haben Joy gefunden. So, bevor ich das aber tue, möchte ich... Was war das? Möchte ich gerne mal ihn hier nochmal befragen, was er hat. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Was suchst du denn? Du bist ein Geist. Du kannst eh nichts aufheben. Uah, was war das denn? War das eine Ratte? Ich bin so schreckhaft, mein Gott, scheiße. Okay, hier kommen wir eh nicht lang, drüben zu dem... Und da drüben sieht es förmlich so aus, als ob da ein... ein Dämon auf uns wartet. Wie cool der Mond aussieht. Ja, dann schauen wir mal, wir müssen 8 Hinweise finden. Hier ist wahrscheinlich einer. Ja, toll. Stehe ich auch noch falsch. So, zurückgelassen. Polizeiabsperrband. Die Cops müssen das hier hinterlassen haben, nachdem sie mit ihren Untersuchungen hier fertig waren. Ist jetzt nicht so ein toller Hinweis, finde ich persönlich. Vielleicht kann ich ja bald bei der Polizei anfangen, wenn ich hier das Spiel zu Ende gespielt habe. Vielleicht bin ich dann auch so ein guter Detektiv. Hier ist noch was. Teilanalyse. Schlafend? Sauber? Trocken? Versunken? Abgewrackt? Zerfetzt? Lebendig? Verstorben? Natürlich schlafend, lebendig fällt da natürlich weg. Makellos ist sie nicht, so wie das aussieht. Zerfetzt auch nicht. Sauber? Trocken? Versunken? Nein. Ist ja Quatsch. Sie ist ja nicht versunken. Ich kann sie mir aber auch so nicht genauer ansehen. Das ist ein bisschen... Ah doch, mit der Ego-Perspektive. Kann ich über sie drüber... Okay, ja doch, ich komme da hin. Tja, müssen wir mal schauen. So. Verstorben. Trocken, ist Quatsch. Habe ich jetzt mal nur ausprobiert. Habe ich nur mal ausprobiert. Ist klar. Ist klar, Flexi. Ich würde sagen, makellos ist auch Quatsch. Ich tippe jetzt einfach mal alle weg, die nicht stimmen. Nur so als Info. Zerfetzt, würde ich sagen. Und ja, abgewrackt fehlt da nur noch. Toll.
Aha. Er. Oh, Entschuldigung. Da habe ich gerade... Alter Schwede. Geistermann sah Leiche. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Da müssen wir mal schauen. Hallo, geh weiter. So, was haben wir hier? Das ist sie, ne? Ich möchte mich doch gerne noch ein bisschen umsehen hier. Wir haben 2 von 8 Hinweise. Zählt das denn hier alles dazu zu den Hinweisen hier so weit weg? Wir befragen ihn mal. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Dieses Ding in den Büschen versteckt? Der Zeuge sah, wie etwas angeschwemmt wurde und in diesen Büschen landete. Muss rausfinden, was es ist. Was könnte das denn sein? Reden wir mal mit ihr hier. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ding an der Küste. Eine Frau hat an der Küste etwas gesehen. Es hat vielleicht etwas mit meiner Ermittlung zu tun. Ja, die meint wahrscheinlich das Mädchen, was da angeschwemmt worden ist. Aber was meinte er mit Büschen? Wo könnte das denn sein mit den Büschen? Ich bin... Hier vielleicht? In dem Busch? In dem Busch. Madame, wenn Sie wollen, schneide ich in Nähe der Figur in dem Busch. Schwer zu erkennen. Dunkles Gebüsch. Die Büsche sind zu dunkel, um etwas sehen zu können. Aha, vielleicht bräuchten wir dafür eine Taschenlampe. Ich muss einen Weg finden, sie mit mehr Licht zu durchsuchen. Es ist zu dunkel in den Büschen. Wer könnte mir dabei wohl besser helfen als Vijoy? Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Leuchte da mal bitte rein. Nichts. Aha. Seile. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Das Seil kommt mir bekannt vor. Moment, ja, sieht mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Muster der Opfer. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Jawohl. So, neuer Hinweis. Gemeinsamkeiten der Glockenmörderopfer. Das weist Ähnlichkeiten zu anderen Glockenmorden auf, aber ich muss weitere Informationen finden. Was steht da? Warum ist das hier? Schaufel des Totengräbers? Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben. Und wenn sie Teil des Verbrechens wären, hätten die Cops sie mitgenommen. Reden wir mal mit Joey. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Hat sie wohl recht. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Wer ist Sophia? Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Da hinten war sie wieder. Das boah, sieht die gruselig aus. Die auf dem Foto. Alter Schwede. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Oh, oh.
Oh, oh. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. So, Hinweis, Sophia. Das Mädchen, das mich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden. Aber erstmal sollten wir vielleicht... Oh, oh. Wie war das nochmal mit Dämonen aufhalten? R1? Halten, aufspüren. Ja, ja, das ist klar. Ich frage mich gerade. Ich glaube R2 war das, ne? Und dann eine Tastenkombi drücken. Ich hoffe, wir können hier schnellstmöglich dann verschwinden. Bleibst du da? Nein, 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 das klappte nicht. Das klappte nicht. Das klappte nicht. La 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 la. La 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 la, das klappte nicht. Das klappte nicht. Das klappte nicht. Das müssen wir nochmal versuchen. Die Tastenkombi muss schnell funktionieren. Aber sonst klappt das irgendwie nicht. Verdammt. Aber ich will den Dämon auf jeden Fall zerstören. So dass wir da eine bessere Chance haben. Wie viel sind das denn hier insgesamt? 3 Stück, ne? Oder? Ja, das sind 3. Das kriegen wir hin. Na komm. Jawohl. Sehr schön. Den ersten hätten wir. Nur noch 2. So. Jawohl, sehr schön. Uhu, das hat geklappt, sogar beim ersten Mal. Alter Schwede. Und hier ist aber auch irgendwas Dunkles an dem Busch. Da möchte ich, glaube ich... Okay. An dem Busch. An dem Busch. Jawohl. Wir haben die Dämonen zerstört. Das heißt, wir können uns wieder frei bewegen... Klappt ja super. Julias Gedanken. Friedhöfe faszinieren mich besonders die alten Teile. Friedhöfe faszinieren mich besonders die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum. Ronan, wie der Held, der er ist, kam mit mir und hörte sich was geduldig an, wie ich vom Kolonialen Revieren die hier beerdigt worden und von Massengräbern des Pestopfers von 1660 und den Gelbfieber gestorben Kanalarbeiter plapperte. So viel Leben und Tod fanden in der Stadt satt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. Naja. So, das waren aber auch alle Dämonen, ne? Ich glaube schon. Vorsichtshalber nochmal eben geguckt. Gegoogelt. Geschaut. Da können wir ablenken. Hätten wir machen können. Warum ist das denn hier so am Leuchten? Achso, weil ich da... Okay. Ich schaue mich mal ein wenig um. Also, nicht wundern. Dass wir hier so ein bisschen... Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht, wie gesagt, was finden. Vielleicht einen neuen Hinweis oder so. Auf das Mädchen. Lalalala. Das sieht gruselig aus. Vielleicht können wir auch wieder zurück zu Joy. So, aber ansonsten lag hier aber auch nichts, ne? So, ich würde sagen...
Wir gehen zurück zu Joy in einer weiteren Folge und ja, dann geht's spannend weiter mit Murdered Soul Suspect. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und schaltet dann wieder ein. Also, bis demnächst. Ciao.